Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Classics Rollercoaster Tycoon 2 hier auf dem Jägerhof. Ja, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen den Eingangsbereich vollendet. Beziehungsweise fast, der muss hier noch weg, da muss noch Grützer hin. Und ich sehe gerade, hier haben wir irgendwie Zäune vergessen. Das werden wir mal eben nachholen. Da. Oh, wieder alt bewährt. Oh, sie haben nicht genug Geld. Und ich dachte mir so, als nächstes bauen wir hier auch nochmal irgendwie was an. So Souvenir oder so technisch. Und werden dann hier runtergehen. Und werden uns dann mal an unsere, an unser Minenprojekt setzen. Mit Achterbahn, Minenlore oder so. Als weiteres hatte ich so geplant, hier oben, also wenn wir jetzt mal hier so rauscrollen, in diesem Bereich hier, eine Art, ein Burgthema zu benutzen. Also richtig schön, da bauen wir mal dann eine richtig schön große Burg und werden auch da dann wieder mit gewissen Attraktionen arbeiten. Aber wie gesagt, ich würde hier als erstes runter zur Mine gehen wollen. Jetzt müssen wir mal gucken, das waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann geht die Straße auf der 9. runter. Das ist aber so nicht ganz korrekt, denn hier stehen ja schon welche drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf dem 6. jetzt dann auch nach unten. Hier bei dem regnerischen Wetter, also hier in Deutschland arschkalt. Aber ja, 1, wir haben nicht genug Geld. Ja, komm. Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf dem 6. geht's runter. Das wäre dann hier und nach hier rein gibt's dann den... Was nehmen wir denn dann mal? Ach, hier den komischen Sandweg. Ab hier werden wir uns dann in unser Minenreich begeben. Beziehungsweise, müssen wir mal gucken, wie wir das alles so verhackstücken. Das wird dann hier irgendwie so um den Berg hier gehen und mit in den Berg wird irgendwie eine Achterbahn, eine Wasserbahn, irgendwie sowas reinkommen. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier umsetzen. Das wird dann nämlich nach hier hinkommen. Beziehungsweise, ich werde mal nach einer kleinen Alternative gucken. Was wir da vielleicht noch nehmen könnten, denn auch hier Autoscooter oder so ist ja eigentlich immer relativ gut gefragt. Tja. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, ist Go-Kart-Bahn. Denn wir müssen so ein bisschen auf unsere Parkbewertung achten, die geht nämlich im Moment doch etwas runter. Also erstmal setzen wir das um und machen den Eingangsbereich dann endlich vollends fertig. Und dann sollen denn da 4 nach oben, 4 nach unten, sehr schön. Eingang, Ausgang, eröffnen, eröffnen, oh. Und dann werden wir Besucher, gelangen nicht zum Eingang von Twist 2, ja, können sie auch noch nicht, so, und den Ausgang legen wir dann nach hier hinten, dann müssen wir das Ganze jetzt noch mit Blumen ausstatten und dann das Stückchen hier machen, so, jetzt schließen wir den mal. Können die dann noch eine Runde zu Ende fahren? So, knalliges Rot hatten wir genommen und Oranje, ne? Genau, so. Gucken, wie lange unser Geld das mitmacht. Wir müssen dann sowieso kredittechnisch noch was aufnehmen, wenn wir da unten mit dem Wildwest bzw. Minen Kram spielen wollen. Beziehungsweise damit dann weitermachen möchten. So, nochmal ausblenden und dann werden wir jetzt hier noch die Zäune drum ziehen. Dann gucken wir gleich mal eben, dass hier noch eine Putzkraft auch die Blumen gießt. Und ab dann fangen wir dann da unten an. Ups. Das war jetzt nicht sehr schlau. Und dann gucken wir, dass wir das da unten fertig gebastelt kriegen. Weil ich denke mal, das wird doch eine Ecke Zeit in Anspruch nehmen. Alles in so einem Wildwest-Style zu bauen. Nochmal Regen, das hat doch gerade schon aufgehört. Ja, ja. So. So. Somit können wir das hier abreißen. Und können dann hier auch noch eben The Blümchen vollenden. Hoch. Ich
müssen wir denn dann nehmen? Den Elefantenspringbrunnen. Elefant da. Dann brauchen wir unsere Blömchen in Weiß für das Stück hier und dann wieder die ganz normalen hier oben für den Rest. Jetzt sind wir auch schon wieder pleite. Kostet 13 Öcken. Na komm. Und da knallt uns nämlich die Parkbewertung runter. Jetzt müssen wir nämlich echt zusehen, dass wir da was geschaufelt kriegen. Ja, wir müssen das da oben mal etwas aufschieben. Wir brauchen attraktionstechnisch was, sonst gibt es hier. So, dann nehmen wir mal ein bisschen mehr für auf. Und wie gesagt, Sorgen mache ich mir da eigentlich nicht, dass das irgendwie. Ja, das hast du mir gerade schon gezeigt. So. Wie viel haben wir denn? 691. Das ist natürlich miese. So. Bergwerk, Bergwerk, Bergwerk. Was könnte man denn? Da können wir doch mal hier so ein. Dieses Diamantending nehmen. Das passt, glaube ich, ganz gut hier hin. So. Eingang und der Ausgang direkt eröffnen. Ein Euro ist auch vollkommen in Ordnung. Das muss irgendwie kein Schweinegeld kosten. Das ist nichts Besonderes. Ja, dann hat keinen Weg. Ja, ich weiß. So. Ich finde, dass wir damit jetzt so ein bisschen wieder was fangen können. Ja, ich würde fast sagen, also wir bauen hier auch eine Wasserbahn mit ein. Da würde ich diese mit diesen Eichenfassdingern nehmen. Irgendwie passen die, glaube ich, ganz gut dazu. Doch auch noch was anderes. Freier Fall müssen wir mal gucken. So eine Eisenbahn könnten wir theoretisch auch noch hier mit einbauen. Die könnten wir hier durch dieses, ne, durch dieses ganze Terrain hier irgendwie fahren lassen, um die Fahrgeschäfte herum oder so oder dazwischen her oder wie auch immer man das nennen möchte. Was wir auf jeden Fall noch als allererstes brauchen. So, wir sind wieder über 700, sehr schön. Und wir haben eben, ja komm, beenden wir das Ganze hier auch eben noch. Dann sind wir damit fertig und dann können wir uns ganz dem Projekt, ja, Wildwest, Minen, Amerika, wie auch immer wir das nennen möchten, widmen. Und da ist die Parkbewertung wieder drunter. Ja, das schwankt jetzt natürlich. Hoppala. Geländer. So, und dahin. Dann machen wir eben hier noch so ein paar Sitzgelegenheiten. Wie haben wir die denn da gebaut? Da, da, da und da. Mehr war es schon nicht. Dann können wir eigentlich mal hier noch zwei Bänke, da noch zwei Bänke und das Wasserspiel hier hinten nochmal hinverlagern. So, und hier in die Mitte. Ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Da rein, hier rein, dahin, dahin und dahin. Und dann war es das für unseren Eingang hier. Dann müssen wir halt eben noch gucken, was unsere Handwerker hier fabrizieren. Der ist es nicht. Dann ist es der hier. Genau, der kriegt jetzt hier noch den Eckbereich mit dabei. Wir haben auch noch gar nichts für hier oben. Auch da müssen wir mal eben. Denn wir haben hier schon wieder Breche rumliegen. Und rumliegende Breche ist schlecht für unsere Parkbewertung. So, der kann dann hier einmal so im Kreis laufen. Auch noch bis da. Und das Stück hier oben. Und damit hätten wir das hier erstmal erledigt. So, ja. Achterbahn. Also, wir brauchen eine Achterbahn. Ja, ich würde natürlich ganz gerne die Minenachterbahn nehmen. Gar keine Frage, dafür ist sie ja prädestiniert, gebaut, gemacht, wie auch immer wir das nennen möchten.
Und die werde ich hier diese Bereiche reinsetzen und werde das Ganze dann designtechnisch natürlich auch komplett anpassen, irgendwie ein Gebäude drüber legen oder so. Die Frage ist noch das Wie. Ja, ja, ja. Das Wie. Ja, ich hatte da schon eine Idee. Gut, also. Sicherster Park des Landes. Ja, ist ja auch noch nicht viel da. Ist ja auch klar. So, dann lassen wir den nämlich hierher fahren und lassen ihn dann hier hochziehen. Auch die ganzen Kakteen hier müssen dann noch weg. Machen wir so 21 Meter, das sieht gut aus. Und dann lassen wir das Ganze. Nee, wir fahren noch ein bisschen weiter geradeaus. So bis da. Genau. Und dann lassen wir das Ganze nämlich hier in den Berg verschwinden. Nee. Nee, 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 nee. So. Ja, das ist der Punkt, warum ich halt ganz gerne mir vorher schon so ein bisschen was einbauen wollte. Damit eben genau ich hier solche Sachen nur noch veranstalten muss, theoretisch. So. Ui. Uiuiui. Ich glaube, ich werde das Ganze steiler machen. Ja, ich lasse es nicht da reingehen, sondern ich gehe damit richtig runter. Genau. Und lasse das Ganze dann hier im Boden verschwinden. So. Gerade werden. Dann können wir. Müssen wir gucken, ob das passt von der Höhe her. Fotobereich. Geht, glaube ich, nicht unterirdisch, ne? Ja, alles klar. So, und dann müssen wir jetzt hier richtig für Entlastung sorgen. Wie gesagt, ich möchte das jetzt hier irgendwie so ein bisschen so bauen, dass die zwischendurch halt immer berg rein, wieder raus, rein, raus. So hatte ich mir das jetzt überlegt. Jetzt müssen wir das hier wieder umanpassen. Und der war so. Und hier müssen wir dann komplette Anpassungen annehmen. Das Jägerrad ist ausgefallen. Unfassbar. So, dann müssen wir dem hier noch Holzverkleidung verschaffen. Genau. So. Und dann gehen wir mal hier wieder gucken. Dann würde sie nämlich hier rauskommen. So. Ja, nichtsdestotrotz sind wir am Ende dieser Folge. Und wie das mit der Achterbahn hier weitergeht. Das sehen wir dann erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Classics Roller Coaster Tycoon 2. Wir bauen unseren Jägerhof. Und ja, so, mit dem restlichen Dingen hier verabschiede ich mich von euch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei und lasst das ganze Projekt ein bisschen aufleben. Denn ich meine, viele von euch werden es vielleicht gar nicht mehr so kennen. Gerade die jüngeren Zuschauer von euch vielleicht eher weniger sogar. Ein saugeiles Spiel, macht richtig Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne!